Wir befinden uns in einem Rettungswagen des DRK Fulda. Mit Blaulicht und Martinshorn geht es durch die Straßen. Einsatz für die Domstadtretter. Gemeldet ist eine Armfraktur am Sportplatz. Ich vermute mal wahrscheinlich durch Fußballspielen, aber da sind nicht so wirklich Infos gekommen durch den Anrufer. Ein 15-jähriger Fußballspieler hat sich am Handgelenk verletzt. Vor lauter Schmerz ist ihm schwindelig. Ach ja. Das ist ja cool. Sein Handgelenk wird nun geschient. Das ist Teil der Erstversorgung. Und dann unterstützen wir dich so links und rechts. Genau, ein bisschen. Bleib erstmal stehen, guck, wie es im Kreislauf ist. Geht's? Er ist gefallen, wahrscheinlich ist es Handgelenk. Also ich vermute, dass hier vorne das gebrochen ist. Da ist es ziemlich geschwollen. Ich will jetzt auch gar nicht groß drauf rumdrücken. Und er sagt auch, dass das Gefühl ein bisschen weniger ist. Das muss geröntgt werden und je nachdem, wenn was kaputt ist und wenn ja was kaputt ist, dann muss man halt gucken, ob das gegipst wird oder ob das operiert werden muss. Das können wir Ihnen jetzt nicht sagen. Die Retter nehmen den Jugendlichen mit ins Krankenhaus. Ich habe jetzt in der Leitstelle angerufen, damit die Patientendaten haben. Und wir geben immer so eine Rückmeldezahl. Das wird dann an die Klinik geschickt, damit die Klinik schon mal weiß, was wir bringen und wann in etwa. Genau. Linda Schumacher ist Notfallsanitäterin. Die 29-Jährige lebt in Künzell. Sie ist eine von 53 Frauen Roten Kreuz in Fulda. Also man merkt schon, dass es immer mehr Frauen werden. Man muss sich halt bewusst sein, gerade wenn man als Frau im Rettungsdienst anfängt zu arbeiten, es ist eine enorme körperliche Belastung, die natürlich ein Mann deutlich besser ausgleichen kann. In der Regel sind die größer und auch stärker gebaut als wir Frauen. Aber ich denke, wenn man sich da drauf einlässt und dafür auch was tut, dann kriegt man das als Frau auch ganz gut hin. Angekommen in der Notaufnahme im Klinikum Fulda. Mit der Übergabe an das Klinikpersonal ist der Einsatz beendet. Ja, also das war für uns jetzt kein schwieriger, schwer verletzter Patient. So am Wochenende ist das auch häufig der Fall, dass wir zu Sportplätzen fahren. Aber war ein sehr angenehmer junger Mann, der super mitgemacht hat. Lief alles eigentlich ganz unkompliziert. Ja. Ach na ja, es kann immer was passieren und ohne Sport wäre es ja auch langweilig. Doch Zeit zum Verschnaufen bleibt keine. Mit Sondersignal geht es auf direktem Weg in einen Fuldaer Stadtteil. Also wir haben da eine junge Dame an der Kartbahn, die mit den Haaren in eine Kette gekommen ist und jetzt wohl eine Kopfplatzwunde noch zusätzlich hat. Okay, alles klar. Tut dir was weh? Was tut dir weh? Der Hals? Okay, nicht bewegen, bitte. Wir machen eine Vollimmobilisation. Ich brauche bitte Sauerstoff. Ich brauche erstmal einen Stift. Hol mal die Traumatasche. Die Schmerzen der verletzten Frau sind heftig. Sie wurde von ihrem Partner von der Kartbahn getragen, war kurzzeitig auch bewusstlos. Um die junge Frau vor Schaulustigen zu schützen, geht es erst einmal in den Rettungswagen. Hier fängt Linda mit den Untersuchungen an. Innere Verletzungen kann sie nicht ausschließen. Deswegen steht fest, die Patientin muss zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Heiko Massak ist hauptberuflich im Klinikum Fulda tätig. Als Rettungssanitäter fährt der 49-Jährige 2 bis 3 Dienste im Monat. Seine Aufgabe heute, Linda bei der Versorgung und dem Transport der Patienten zu unterstützen. Hinten im Rettungswagen weicht Linda der Patientin nicht von der Seite. Immer wieder checkt sie ihren Zustand. Ankunft im Klinikum Fulda. Hier wird die Verletzte jetzt weiter versorgt. Ein MRT soll Klarheit bringen. Ein nicht alltäglicher Einsatz für das Rettungsteam.
die haben ja so eine Sturmhaube auf. Und da hat sie sich schon die ganzen Haare reingemacht, aber die sind scheinbar rausgerutscht. Und dann, naja, ich meine, das war ja wirklich so ein Stück Haar. Also das ist ja nicht mal übertrieben. Und wenn das dann hinten rumflattert, dann muss ja nur so ein Stückchen in die Reihe. Für Linda beginnt nun die Schreibarbeit. Alle Patientendaten werden elektronisch erfasst und übermittelt. Währenddessen reinigt Heiko den Rettungswagen. Der Hygienestandard ist hoch. Also ich mache das recht häufig bei Patienten, dass ich mich im Nachhinein noch mal informiere, wie es denen geht, was aus denen geworden ist. Auch gerade jetzt bei solchen Verletzungen, wo das für uns nicht offensichtlich ist, ob da jemand was haben könnte oder nicht. Wo man sich einfach noch mal drüber schlau macht, ob das jetzt auch gute Arbeit war und ob das, was wir gemacht haben, auch richtig war. Der strahlende Blick lässt Gutes erahnen. Also bisher ist tatsächlich nichts rausgekommen im Traumascan. Okay. Die haben die komplette Wirbelsäule gemacht. Ja. Super. Muss halt gucken, ob Weichteilverletzungen sind, aber soweit ist bisher Gott sei Dank nichts passiert. Gut. Ja. Die Frau hatte einen Schutzengel. Nicht nur ein erfolgreicher Einsatz, sondern auch ein ereignisreicher Tag für die Domstadtretter. Feierabend, oder? Ja, Feierabend. Ciao. Dienstbeginn auf der Wache des DRK im Fuller Stadtteil Neuenberg. Noch wissen die zwei Retter Linda Schumacher und Heiko Massak nicht, was heute auf sie zukommen wird. Quasi die Ruhe vor dem Sturm. Und wie erwartet, die erste Alarmierung lässt nicht lange auf sich warten. Wir fahren jetzt zu einem Schlaganfall, der im Zeitfenster ist. Das heißt, der wird vermutlich zumindest laut der Einsatzmeldung recht frisch aufgetreten sein. Und deswegen fahren wir jetzt auch mit Sonderrechten dorthin, weil es eben da dann auf Zeit geht. Gerade bei der Fahrt mit Martinshorn und Blaulicht ist höchste Konzentration gefragt. Hier sieht man jetzt, es macht keiner Platz. Ja, es ist ein bisschen unverständlich, warum die das nicht merken. Man hat es auch häufig, dass einer Platz macht und der dahinter nochmal überholt. Und man fragt sich einfach, wieso. Also, oder auch, dass einer dann erst recht Gas gibt vor uns, dass wir gar nicht die Möglichkeit haben, überholen zu können. Aber gut, damit müssen wir halt rechnen, wenn wir mit den Blaulichtern fahren. Hallo, guten Tag. Schumacher ist mein Name, vom Rettungsdienst, Kollege Massak. Was ist denn los? Die 98-Jährige fühlt sich schlapp. Sie ist dehydriert. Ihr Sohn wählte den Notruf. Wir können jetzt so aktuell nichts finden. Natürlich empfehlen wir trotzdem, das im Krankenhaus abklären zu lassen, weil wir können in den Kopf nicht reingucken. Ja. Zusätzlich bespricht sich Linda mit dem Hausarzt der Patientin. Von seiner Seite aus, also wir haben das jetzt quasi mit einem Arzt besprochen, von seiner Seite aus wäre das jetzt nicht unbedingt notwendig, ins Krankenhaus zu gehen. Er würde am Montag vorbeikommen. Ja, ja. Wir können aber, wie gesagt, Ihnen keine Garantie geben. Also wenn Sie wünschen, dass wir das abklären lassen, machen wir das natürlich. Die Seniorin bleibt zu Hause. Ihr Hausarzt wird die weiteren Untersuchungen übernehmen. Dann hoffen wir, dass Sie nicht rein müssen, dass Ihnen wieder besser geht, gell? Ja, genau. Alles Gute. Ja, danke. Ja, also der Hausarzt eben, der war total kooperativ. Er kennt die Patienten und das finde ich immer so wichtig. Wir kennen die Patienten in der Regel, wenn wir es das erste Mal sehen, auch wirklich nur von dem Moment, von den Papieren, die die Patienten mitbringen. Und ich persönlich bin eigentlich, rufe sehr gern beim Hausarzt an und kläre das einfach nochmal gegen, weil oft ist es auch so, dass vielleicht Sachen schon in der Vergangenheit passiert sind, wo es auch schon Regeln gab, wie man mit vorgeht und solche Geschichten. Und der Hausarzt hat jetzt auch gesagt, also wenn jetzt nichts Auffälliges zu sehen ist mit 98, kann man auch gerne mal auf das Krankenhaus verzichten. Er kommt vorbei, er guckt sich nochmal an und für den Notfall gab es ja trotzdem die Einweisungspapiere. Seit 2011 arbeitet Linda im Rettungsdienst. Ihr Partner und ihr Hund sind ihr Ein und Alles. Darf ich dich mal was Persönliches fragen? Was steht da auf deinem Hals eigentlich, das Tattoo? Zeiten sind für Träumer schwer. Also für mich geht die Zeit viel zu schnell vorbei.
Und das finde ich ziemlich schade, weil man hat ja nur ein Leben und ja, ich würde gern unendlich lange leben. Auch auf der nächsten Einsatzfahrt hat das DRK-Team mit unkooperativen Verkehrsteilnehmern zu kämpfen. Rettungsgasse, Fehlanzeige. Das war wieder das beste Beispiel, dass man nicht Platz macht. In einer Senioreneinrichtung wird jetzt dringend Hilfe benötigt. Auf Pflegeheim ist sehr, sehr häufig. Also dadurch, dass ja, ich meine, viele kranke Patienten sind nun mal ältere Patienten. Und gerade im Pflegeheim, wir haben sehr viele in Fulda, ist das natürlich auch so ein bisschen unser Standardeinsatz. Hallo. Hallo, Schumacher, mein Name vom Rettungsdienst. Was ist denn los? Immer wieder krampft der Körper der alten Frau. Heiko und Linda führen die Erstuntersuchung durch. Aber sagt doch, sie hätte so einen Druck auf der Brust. Das EKG ist jetzt nicht auffällig. Aber ich denke, wir nehmen sie mal mit ins Klinikum, dass wir da mal nachgucken lassen. So recht kann ich dir nicht sagen, woher das kommt. So, jetzt können Sie die Beine schön ausstrecken. Genau. Gucken Sie mal. Mit dem Rettungswagen geht es in das Klinikum Fulda. Während der Fahrt nutzt Linda die Zeit, die Patientin kennenzulernen. Und Sie waren auch früher Krankenschwester. In welcher Abteilung waren Sie da? In der Neurologie. Na, da kennen Sie sich ja bestens aus, ne? Wieso die plötzlichen Krampfanfälle aufgetreten sind, soll nun ein Arzt klären. Die Patienten, die aus dem Blaulichtberuf oder zumindest aus dem Krankenhaus kommen, die wissen durchaus dann schon, die haben mehr Hintergrundwissen und machen sich schon selber Gedanken dazu, was das jetzt alles sein könnte. Das kann gut sein, das kann aber auch natürlich einem Stolpersteine bringen. Altersgrenzen gibt es in diesem Job nicht. Vor der Notaufnahme warten zwei kleine Fans. Beide sind ganz fasziniert von so viel Blaulicht. Also ich finde Kinder eh ganz goldig und wenn die dann auch auf einen zugehen und keine Angst haben, mit uns das zu machen, dann tut das immer ganz gut. Und man lernt auch selber dann dazu, auch jetzt, wenn man zum Beispiel im Einsatz Kinder hat, man verliert auch so ein bisschen die Hemmung. Wenn man selber keine Kinder hat, tut man sich da doch ein bisschen schwerer. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Notfall arbeiten alle Hand in Hand. So auch heute. In einem Wohnheim steckt eine Frau in einem Fahrstuhl fest. Ohne fremde Hilfe schafft sie es nicht heraus. Es ist wohl eine Dame im Aufzug drin. Die Feuerwehr macht jetzt erstmal ein Not aus, dass auch natürlich nichts passiert. Und dann vermute ich, dass versucht wird, die Tür aufzuhebeln und dass wir erstmal die Person rausholen. Aber ihr scheint es gut zu gehen, das ist schon mal für uns eine Entwarnung. Wunderbar, alles klar. Ihnen geht's gut? Ja. Hi, alles okay soweit? Ja. Wir sind jetzt zur Sicherheit mit alarmiert worden. Ach so, mir geht's gut. Angst gehabt, Platz ans irgendwas? Nee, nein. Okay, super, perfekt. Dann sind wir zufrieden, dann Glück gehabt. Dann nehmen wir auch gar keine Daten auf, weil dann haben wir auch keinen Patient, aber da freuen wir uns drüber. Dieser Einsatz geht glimpflich aus. Glück gehabt. Also zurück zum Fahrzeug, denn der nächste Notfall wartet schon. Ja, wir fahren jetzt zu einem Fahrradsturz an den Kaiserwiesen. Es ist so ein bisschen unklar, was da jetzt genau ist. Wohl eine Kopfplatzwunde und Handverletzung. Aber Näheres ist da jetzt nicht bekannt. Ein kurzer Blick aufs Handy und eine Vollbremsung führte bei diesem Fahrradfahrer zu einer Kopfverletzung. Die Notfallsanitäterin fängt mit der Erstversorgung im Rettungswagen an. Außer dem Kopf, haben Sie sonst noch Schmerzen? Nein. Okay, ich taste das jetzt mal ab. Ich gucke aber erstmal, wo das Fahrrad draufgekommen ist. Lassen Sie ruhig den Kopf liegen. Ja, okay. Ah, da. Ja, das muss auf jeden Fall genäht werden. Sie haben hier oben, ich mache gerade die Finger rechts und links daneben, ungefähr diese Größe an Kopfplatzwunde. Mhm. Na, da ist so ein Cut. Okay. Das Blut ist wahrscheinlich das von da hinten, gehe ich von aus. Ne? Ja. Ja, das ist runtergelaufen. Die Wunde muss genäht werden und das in einem Krankenhaus. Aber der Patient will nicht. Das glaube ich Ihnen. Ich kann Sie zu nichts zwingen. Ne? Aber wir sagen aus medizinischer Sicht, dass das auf jeden Fall mal im Krankenhaus abgeklärt werden soll. Da geht es nicht darum, dass Sie stationär bleiben, sondern dass die Wunde versorgt wird. Um den Verkehrsunfall aufzunehmen, trifft jetzt auch die Polizei ein.
Nun also doch, der Patient willigt ein. Ab geht's ins nahegelegene Klinikum. Vor der Behandlung steht dort ein eindringliches Gespräch an. Das würde ich auch sagen. Ja. 3 Stiche. Genau, habe ich auch gesagt, 3 Stiche. Gib Ihnen noch was Wohlgemeintes aus meiner bayerischen Heimat mit. Ja? Ein Helm. Ein Helm mitnehmen. Wer ein Hirn hat, schützt es auch. Was? Wer ein Hirn hat, schützt es ja, auch. Ja, genau. Ja? Genau. Das wollte ich jetzt noch sagen. Er hat keinen Helm getragen, nee, aber das erklärt ja auch die Wunde. Ursprünglich war er überhaupt nicht geplant, eigentlich. Völlig wurscht. Das ist nicht einfach ein Organ wie ein Ohrläppchen, sondern das sind Sie. Und wenn das verletzt ist, dann sind Sie nicht mehr Sie. Vielleicht können Sie sich dann auch nicht mehr darüber freuen, dass Sie Sie sind. Sehr ja? Weise. Ich sage es Ihnen nur so, ich kenne berufsmäßig eine ganze Menge Leute, die anderen den Schädel aufbohren. Und alle tragen einen Helm. Überlegen Sie selber, warum das so sein könnte. Am Ende wurden es 5 Stiche. Ja, es war ein bisschen schwierig an der Einsatzstelle. Der Patient wollte nicht von uns versorgt werden. Er hat es nicht als ja, so dringend angesehen, dass da jetzt sofort was gemacht wird. Er hat aber die Untersuchung ganz nett zugelassen. Und ja, wir haben eben eine ca. 3 cm lange Kopfplatzwunde gesehen. Keine weiteren Begleitverletzungen. Und aufgrund dessen, dass er eigentlich auch gar nicht mit ins Krankenhaus wollte, habe ich mich auch dafür entschieden, dass wir jetzt nicht ganz so viel machen. Das hätte er nicht toleriert. Der Melder steht nicht lange still, denn kurz darauf müssen die Retter mit Blaulicht raus aus dem Stadtgebiet. Krampfanfall lautet das Einsatzstichwort. Der Notarzt der Feuerwehr Fulda ist ebenfalls mit alarmiert. Hallo. Ein 48-jähriger Mann liegt in seinem Wohnzimmer auf dem Boden. Kurz zuvor hat er am ganzen Körper gekrampft und das nicht zum ersten Mal. Er befindet sich bereits in ärztlicher Behandlung. Zusammen mit dem Notarzt bespricht Linda die weitere Vorgehensweise. Wenn Sie sich unsicher sind, dann nehmen wir Sie auch mit ins Krankenhaus. Das obliegt halt Ihrer Entscheidung, was Sie gerne möchten. Wir haben die Möglichkeit, dass der Doktor jetzt hier noch mal guckt, ob man die Medikamente erhöht. Oder wir haben die Möglichkeit, dass wir Sie ins Krankenhaus fahren. Aber andere Möglichkeiten haben wir leider nicht. Das müssen Sie entscheiden, was für Sie lieber ist. Erst vor 3 Jahren musste der Mann das Sprechen neu lernen. Das alles aufgrund eines Tumors. Aber ich denke, dann ist es auch besser, dass es jetzt wieder im Krankenhaus abgeklärt wird. Sie fassen ja auch keinen klaren Gedanken, wenn Sie zu Hause grübeln und nicht wissen, was ist. Man kann ja auch nicht in den Kopf reinschauen. Also zumindest nicht von uns aus. Ne? Jetzt müssen wir warten, weil aktuell kein Bett frei ist und der Patient braucht ja eine Überwachung und deswegen müssen wir eben warten, bis ein Bett mit Monitor frei ist, trotz Feierabend. Hinter den Rettern liegt ein langer Tag, doch Notfälle halten sich eben nicht an Arbeitszeiten. Wie es der Zufall will, herrscht am Abend reger Betrieb in der Notaufnahme. Da fühlt sich eine halbe Stunde Warten ewig an. Aber was natürlich den Patienten Sorgen macht, dass da natürlich im Kopf doch wieder etwas wächst. Und ja, das war für uns natürlich auf der emotionalen Ebene auch nicht ganz einfach. Er hat uns dann seine Geschichte erzählt und auch die Leidensgeschichte, dass er das Sprechen neu lernen musste. Aber es war ein sehr netter Patient, mit dem man ein schönes Gespräch führen konnte. Und mir war es jetzt auf dem Transport dann ganz wichtig, dass der Patient sich wohlfühlt, dass er eine entspannte Atmosphäre hat und dass wir ihm keinen Stressfaktor zukommen lassen, dass die Gefahr besteht, dass er nochmal einen Krampfanfall bekommt. Heiko, das war ein langer Tag. Er war sehr anstrengend, aber ich danke dir. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wie immer mit uns beiden. Ja, und ich freue mich auf den nächsten Dienst. Mach mal Feierabend, würde ich sagen, ja? So sieht's aus. Super. Heute ist Schluss.
Doch schon morgen sind die Domstadtretter wieder zur Stelle. Immer dann, wenn es heißt, Einsatz für den Rettungsdienst. Osthessen News. Sehen, was bewegt.